geht, Leute? Meine Name ist Danny. Justin. Willkommen back zu Plug Inc. Das braucht ich, um wach zu werden. Heute machen wir weiter mit dem Neulachswurm. Manipulativer Organismus, der sich im Gehirn festsetzt. Ja, es gab viele Kommentare zum letzten Part, wo ich aus Versehen Orgasmus geschrieben habe. Übrigens, neuer Gentyp wurde entdeckt. Freischalte Landbonus. Genau, was soll das? Was? Moment mal, ist das jetzt bei den anderen freigeschaltet? Yay! Hier seht ihr, schaut euch das mal an. Mutationsbonus. Landbonus. Oh, schaut euch das mal an, das ist episch. Nur, was bringt das? Achso, erhöht die Mutationschance einer Seuche. Das ist episch. Erhöht Seuchenausbreitungschance über Land? Ja, mittelgut, würde ich sagen. Trockenbonus. Gibt der Seuche einen Bonus in trockenen Klimazonen? Das ist episch. Das ist episch. Ich nehme es sofort einfügen. Füg das ein. Ach, ich kann sowieso. Ah, wow. Das ist cool. Jetzt haben wir einen kleinen Vorteil, weil ich glaube, ab jetzt wird es ein bisschen schwerer, schätze ich mal. Deswegen ist es ziemlich nice. Okay, lass uns spielen. Ich spiele bei dir die ganze Zeit auf normal. Und bitte, okay, keine Kommentare zu dem Namen, den ich jetzt eingebe. Oder ihr könnt Kommentare dazu abgeben, aber ich will nicht, dass es böse gemeint ist. Ich will einfach nur das machen, was ein Zuschauer von euch, ein epischer Zuschauer in den Kommentaren wollte. Jemand wollte das und deswegen tue ich das jetzt. Wir nennen unsere Seuche... Es ist nur Spaß, okay? Es ist nur ein Spiel. Ich hoffe, ihr versteht das. Und lass uns einfach spielen. Deine Wahl! Neulachswurm, um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Wieder denn? Okay. Und zwar, das ist der Grund, wieso ich jetzt wieder in Russland anfange, ist, weil wir haben ja einen Bonus. Die Seuche breitet sich schneller in warmen Gebieten aus. Und wenn der Neulachswurm schon in einem kalten Gebiet gewohnt ist quasi, dann wird er sich hier schnell ausbreiten. Ich kann jetzt eigentlich die richtige Technik. Ich glaube, mit der Technik, die ich jetzt habe, sollte ich das beim ersten Mal schaffen. Wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung. Aber lass mich ganz kurz mal sehen, was passiert eigentlich, wenn ich auf Fähigkeiten gehe. Hier, was zum Teufel ist das? Übrigens, oh Gott, es hat sich vieles verändert. Was ist das? Oh nein! Okay, dann werde ich es doch nicht so schnell schaffen. Alter Schwede. Das ist der neue Lachsform, by the way. So sieht er aus. Holy shit. Was für ein... Okay, Manipulation oder Dopamintransporter führt zu einer Form von ADHS. Die wird dazu ermutigt, in ein Zielland zu reisen. Wow. Ich meine, das ist gar nicht so schlecht. In ein Zielland aber... Also kann ich das Land dann auswählen, wegen Zielland und das Ganze? Okay, die Symptome werden wir erstmal vergessen, denn die sind irrelevant. Wir werden uns auf die Übertragung fokussieren. Oh mein Gott, das ist kompliziert, dass ich erwartet habe. Es kann vielleicht auch länger dauern, als ich erwartet habe. Aber das ist wirklich... What the fuck? Ist es so anders? Ich schätze mal, ich benutze das erstmal. Ermöglicht schnelle Fortbewegung außerhalb von Wirten. Erhöht Ansteckungsgefahr. Okay, wie teuer ist das? 3 DNS-Punkte. Wieso ist das so billig? Ich schätze mal, ich nehme das, aber... Ich weiß nicht, was ich dann erhöhen soll. Ich will ja erstmal meine Krankheit ausbreiten. Oh, das wird schwer. Das wird schwer. Ich sehe schon kommen. Das ist komplett anders als erwartet. Oh nein, Kevin ist ein Neulachswurm, der seit tausenden Jahren... Jahrtausenden unentdeckt geblieben ist. Nachdem Menschen seinen natürlichen Lebensraum betreten haben, breitet er sich aus. Oh, Kevin wird sowas von die Menschheit regieren. Ihr werdet sehen. Und wenn ihr Kevin heißt, lasst euch nicht angegriffen... fühlen. Lasst euch nicht angegriffen... Fühlen. Keine Ahnung. Ich bin gerade aufgestanden. Sorry. Erhöhte Ansteckungsgefahr. Das nehme ich sowas von. Oh mein Gott. Jetzt kann ich langsam entscheiden. Ich brauche etwas, was die Menschheit sofort tötet. Aber Moment mal. Das finde ich ja dann bei Symptomen wahrscheinlich, oder? Hier vielleicht so in der Mitte oder sowas. Das sind immer die Sachen so, die am meisten, am schnellsten töten. Weil wir wollen uns erstmal auf die Übertragung fokussieren. Und jedes Mal, wenn er irgendwas quasi, wenn er irgendwas erhöht, was mit Symptomen zu tun hat, sofort zurückentwickeln, damit die das nicht sehen. Weil sonst wissen die, okay, da kommt eine Krankheit und dann suchen die so schnell danach und dann habe ich keine Chance mehr. Kevin breitet sich in Russland von Person zu Person aus und wird exponentiell zunehmen. Nice! Kevin, High Five! 3, 2, 1, pssst! Yes! Übrigens, einer meiner besten Freunde heißt Kevin. Den grüße ich jetzt hier in diesem Video. Oh, das ist gar nicht so anders, muss ich sagen. Ab jetzt fängt es an, gleich zu sein. Seht ihr das? Seht ihr das? Das gibt es auch bei dem Alten. Das gab es auch davor. Das ist für... Im Wasser. Das erhöhen wir. Dann erhöhen wir das nochmal und dann gehen wir hier drauf. Kevin, ein Hunderter in Russland infiziert. Kevin, bitte, wieso tust du das? Ich meine, das hast du gut gemacht. Gut ist Kevin. Was? Okay, sorry. Jetzt war's, okay? Es reicht.
Ich will nicht, dass sich wirklich Leute, die Kevin heißen, diskriminiert fühlen. Was die Chance dafür größer hat, dass infiziert... Okay. Kevin infiziert mehr Länder. Yay! Ich liebe es. Es ist so geil. Kevin hat Tausende in Russland infiziert. Ich kann nicht mehr. Jetzt, da sich Kevin auf der Welt auszubreiten beginnt, verwende das Weltdatenmenü, um zu sehen, welche Länder nicht infiziert sind. Okay, Kevin, ich werde es tun. Wir sind gut dabei. Wir haben jetzt das erhöht. Das ist das Wichtigste. Ich habe eine gute Entscheidung getroffen mit dem Linken. Okay, was ist das? In trockenen Orten erhöht Ansteckungsgefahr in reichen, heißen Ländern. Das ist gut. Ich schätze mal, das werde ich nicht benutzen. Ich werde erstmal hier drauf gehen. Das ist für erhöhte Ansteckungsgefahr. Das schätze ich mal, ist das Beste, jetzt erstmal hier drauf zu gehen. Yay! Grönland wurde endlich infiziert. Deswegen fange ich so gerne in Russland an, weil Grönland und ich glaube hier Argentinien sind einer der schwersten Länder. Argentinien hat auch keine Flugroute. Die haben alle nur eine andere Route. Werte und Fan. Was? Namens Kevin? Wie hat er jetzt schon ein... Moment mal, wie hat er das gefunden? Wir haben noch nicht mal irgendwas entwickelt hier. Das verstehe ich gar nicht, weil... Nein, das verstehe ich gar nicht. Wieso hat er jetzt schon Kevin gefunden? Alter Schwede, das verstehe ich nicht. Okay, wisst ihr was? Erhöht Ansteckungsgefahr machen wir ja sofort. Eier brüten bei... Verursacht, Ansteckungsgefahr deutlich erhöht. Okay, was ist das? Vor allem in armen Ländern. Nee, das ist nicht so toll, würde ich sagen. Ah, okay, ich verstehe es, ist halt ein bisschen anders. Es sieht ein bisschen anders aus, schätze ich mal, aber es ist gar nicht so viel anders. Oh, die Punkte fließen auf mein Konto. Oh mein Gott, für ein Heilmittel für Kevin zu forschen, falls sie dazu die Zeit haben werden, was ich eher weniger denke. Moment mal. Ich hätte lieber urban Gebieten, aber ich schätze mal, das ist auch ganz gut. Okay, ist alles okay, alles okay. Wir machen das. Kevin wird sich ausbreiten. Wir werden der Welt zeigen, wer der Boss ist. Das ist richtig. Oh mein Gott. Ich kriege so viele Punkte gerade. Ich kann es nicht glauben. Urban-Region? Yes. USA? Macht euch schon mal bereit. Jemand hat in die Kommentare geschrieben übrigens. Urban bedeutet städtisch. Also sowas wie eine Stadt. Deutschland ist städtisch. Also es gibt viel, viel Stadt in Deutschland. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, das geht schnell. Das geht schnell. Wenn ich das schaffe. Kevin hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Kevin, du bist ein Monster! Du bist ein Monster! Okay, wir nehmen jetzt, schätze ich mal, in heißen Klimazonen. Das ist ziemlich wichtig. Vögel kann man auch nehmen, aber ich nehme erstmal das. Scheiß auf die Vögel. Ja, Federico, du hast mich richtig gehört. Scheiß auf die Vögel. Und jetzt geht's schnell. Okay, jetzt geht's verdammt schnell. Aber die suchen schon nach einem Heilmittel, leider. Es nervt. Es nervt sowas von. Ihr glaubt es gar nichts. Gar nicht. Ich meine, so ein Neulachswurm kann man ja auch einfach... Ich meine, mit so einem Gerät bestimmt am Gehirn sehen. Also es ist nicht unbedingt schwer, diese Krankheit zu finden. Ich weiß noch nicht, woran es lag, dass sie ihn gefunden haben. Weil... Ja, ich verstehe es nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Erhöht in armen Ländern. Nee, das finde ich nicht so gut. Erhöht Mutationschance. Ich nehme es mal, wieso nicht? Ich habe das auch für die Übertragung. Was ist das? Was ist eigentlich erhöht Mutationschance? Das verstehe ich nicht ganz. Sollen wir auf die Symptome gehen langsam? Kevin, was sagst du dazu? Kevin, du sollst auch eine eigene Meinung haben. Gott, gibt das viele Punkte. Verstehe gar nicht, was hier vor sich geht. 81 Punkte. Kevin geht ab. Kevin gibt mir alles auf meinem Konto. Holy shit. 112. Okay, so viel hatte ich noch nie. Holy shit. Unkontrolliertes Blinzeln. Also dieses hier. Oh Gott, das wäre so nervig, ne? Zum Glück habe ich nicht den Neulachswurm. Ich meine, ich hoffe, ich bekomme ihn noch nicht. Okay, wir gehen jetzt sofort auf... das hier. Okay, Kevin, mach dich bereit. Wir gehen jetzt auf den Dome. Möglich verstärkte Kontrolle über das Gehirn des Wirts. Nice. Was ist das? Stärke wird und reduziert Stärke allergischer Reaktionen auf den Wurm. Yeah, könnte man machen, aber was ist das? Fortsetzte Dring in den Frontallappen? Zentrum bewusster Denkvorgänge ein und erhalten die Fähigkeit, den Wirt geistig zu beeinflussen. Oh, das ist perfekt. Besser geht's gar nicht. Niedrige Hygienestandards erhöhen Infektionsrisiko. Ja, das ist auch ganz gut, würde ich sagen. Alles ist gut, was mit Infektionsrisiko zu tun hat. Manische Episoden führen zu erhöhtem Kontakt mit anderen und unfähigen, sich zu kontrollieren. Okay, das ist alles verdammt komisch. Ich weiß gar nicht, was ich gehen soll. Es ist auch schwer, das zu lesen, weil ich diese Wörter nicht mehr kenne. Manische habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Okay, ja, vor allem gegen... Okay, das ist sehr interessant zu wissen. Das Einzige, was mich interessiert, dass ich viele Punkte bekomme, mehr will ich gar nicht. Erschwert Konzentrationsfähigkeit beim Arbeiten, das ist gut für die Forscher, schätze ich mal.
Schwerer zu heilen, das ist auch sehr gut. Kann tödlich. Nee, wir wollen es doch nicht tödlich machen. Obwohl, wollen wir es tödlich machen? Nee, noch nicht. Wir wollen erstmal, dass es sich überträgt. Allergischer. Was? Reduziert Stärke, allergische Reaktion. Auch gut. Okay, ich brauche irgendwas mit. Der Wirt ist von Tätigkeiten mit Würmen. Okay, nehmen wir. Ich meine, wieso nicht? Keine Ahnung, was ich hier tue. Aber. Ja, Freudenrausch aus. Ist das. Das ist. Wie, was soll das heißen? Löst intensiven Freudenrausch aus. Was soll das heißen? Freut man sich dann die ganze Zeit? Hüpft man dann die ganze Zeit? Oder wie soll ich das verstehen? Ich habe keine Ahnung. Zu 25% schon fertig. Alter, die geben sich extrem Mühe, um Kevin zu töten. Niemand wird Kevin töten, dafür werde ich sorgen. Oh nein, das Heilmittel wurde zu 50% fertiggestellt. Wie zum Teufel kann es sein, dass... Okay, wisst ihr was, wir werden sie umbringen. Wir werden jeden umbringen. Kann tödlich enden. Das ist gut, schätze ich mal. Okay. Okay, kann tödlich enden. Ich kann mir leider nichts... Oh, ich kann mir noch was kaufen. Senkt Ansteckungsgefahr, euch ist schwer zu heilen. Sehr gut. Oh Gott, das ist gut. Nur... Oh, es ist ein bisschen runtergegangen. Aber es geht wieder hoch. Es geht wieder hoch. Was nicht gut ist. Wir müssen mehr Menschen umbringen. Mehr Menschen müssen darunter leiden. Es sieht übrigens schlecht aus. Also es sieht nicht so aus, als würden wir es schaffen irgendwie. Weil ich nicht weiß, wieso Kevin so schnell gefunden wurde. Das macht keinen Sinn. Kevin hat das Aggressionssystem. Kevin. Nein. Hör auf damit. Nicht jetzt. Ich will nicht, dass du aggressiv wirst. Die Leute glauben an dich. Und du wirst so schnell aggressiv. Was soll das? Nein, jede Person wurde von Kevin infiziert. Aber das Heilmittel ist fertig. Wir haben es leider nicht geschafft wahrscheinlich. Also zu 100%ig haben wir es nicht geschafft, weil ich kann da wirklich nicht viel tun. Außer, ich könnte jetzt nochmal ganz kurz, ja? Ja, ob das klappt, ich glaube eher weniger. Oh, wir können, wieso kann ich nicht, alles zurückentwickeln? Es kostet DNS-Punkte, wenn ich es zurückentwickeln will, oder wie? Das ist ja voll dumm. Kriege ich nicht DNS-Punkte zurück? Hä? Also kostet es 6 DNS-Punkte oder kriege ich dann die 6 DNS-Punkte zurück? Oh, Heilmittel wurde gegen Kevin eingesetzt. Ich kann es nicht glauben. Alle Menschen waren infiziert und jetzt sind wir alle gesund. Kaum sind gestorben. Ich hätte die Spalte finden müssen, was es sofort tötet. Also, ich weiß noch nicht, wo es war, in welcher Spalte. Ich glaube, hier. Ja, hier ungefähr war es, glaube ich, was sofort tötet. Hier. Wieso ist es? Resulting in Death. Keine Ahnung, wieso das jetzt Englisch ist. Aber, unsterblicher Gott angesehen. Was zum Teufel? Eine Überdosis, ja, zwingt den Wirt in Zustand der Anbeutung Akzeptanz. Der neue Lachswurm wird als unsterblicher Gott angesehen. Ach du Scheiße. Ja, das ist, wir haben einen neuen Gott, Leute, der neue Lachswurm. Je mehr Menschen Kevin quält und tötet, desto stärker werden diese versuchen, ein Heimmittel zu finden. Haben die schon längst. Hab verloren. Kevin ist ausgerottet worden. Ich kann es nicht glauben. Wer tut das Kevin an? Wer hat's hier angetan, Kevin? Ich werde doch mal spielen und dich rächen. Oh mein Gott, bringe die Blase zum Platzen und wähle ein Land aus, in dem die, zu dem die Menschen reisen sollen. Ich verstehe. Ich schätze mal, wir nehmen ein Land, was... Was war das letzte Land, was infiziert wurde? Das war, hier unten, ne? Das war Afrika. Okay, das heißt, so. Und jetzt gehen wir hier hin, an die Stelle, wo Afrika die meiste Bevölkerung hat. Naja, glaube ich zumindest. Und jetzt gehen die Menschen dort... Ah, das ist episch. Das ist episch, ohne Scheiß. Das ist episch. Hammergeil finde ich das. So gut. Oh, ich kann das nochmal machen. Wieso aber... Wieso finden die jetzt schon Heimel? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso sie jetzt schon Heimel finden. Ich kann es nicht verstehen. So, wir gehen in die USA. Und erhöhen dann, weil wir in den USA sind, Urbangebieten. Alter, das muss so schnell gehen, ne? Das ist so unglaublich. Das nervt. Und Grönland wurde auch infiziert. Es ist so kacke, ohne Scheiß. Ich verstehe es einfach nicht. Oh, jetzt geht's schnell, jetzt geht's schnell, jetzt geht's schnell. Okay, oh, jetzt können wir wieder sagen, welches Land. Das ist so episch, ich kann es einfach nicht glauben. Das macht so einen Spaß. Ich bin beeindruckt. Ich bin einfach beeindruckt, wie viel Spaß es macht. Ich glaube, ihr würdet es mir gar nicht glauben. Auf nach hier. Hier müssen auch die Leute infiziert werden. Holy shit. Das ist so episch, das Spiel hat sich gerade so verbessert. In heißen Gebieten, das nehmen wir zweimal gleich. Und was ist das? In armen Ländern. In armen Ländern. Können wir mal machen, schätze ich mal. Wieso? Wieso eigentlich nicht? Oh, da wurde gerade ein Symptom automatisch weiterentwickelt. Aber ich kann es nicht zurückentwickeln. Ich verstehe nur nicht, wieso. Es geht anscheinend hier nicht. Wir müssen uns anscheinend so schnell beeilen, dass, ja, dass die es... Wir müssen jetzt wieder an Kopf rennen haben miteinander. Das ist halt ein bisschen blöd, aber kann man halt nicht anders machen. Wir fahren. Das wird infiziert. Okay, wisst ihr was? Lass mich ganz kurz gucken, was noch nicht infiziert ist. Hier sehen wir es. Argentinien ist noch nicht... Argentinien nehmen wir, weil...
Argentinien ist ziemlich stressig, weil die haben keine Flugroute. Oh mein Gott, stopp, Pause. Muss immer alles bekommen. Gott, ich habe das auf so eine schnelle Geschwindigkeit, dass ich nicht alles bekomme. So nervig. Deutlich schwerer zu heilen. Oh, das ist sehr gut. Erstmal schwerer zu heilen, das ist perfekt. Oh, das ist sehr gut, glaube ich. Jetzt ist die Krankheit super schwer zu heilen und die Leute... Ich glaube, das geht jetzt nicht so schnell hoch, kann das sein? Oh, das ist so gut! Es macht so einen Spaß! Es ist so gut! Ernsthaft! Karibik ist noch nicht infiziert. Nur die Frage ist, wo ist die Karibik? Ich weiß es nicht. Hier wahrscheinlich. Ah, wir haben die Karibik gefunden. Da ist sie ja. Reist auf die, in die Karibik, um dort, ja, dort die Menschen zu töten, schätze ich mal. Okay, was ist das? Bersten des Hirngewebes. Okay, das sind alle sehr komisch. Ich weiß nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll. starke allergische Reaktion auf den Wurm. Geht's hier in die Richtung töten? Ich hoffe es. Reaktionsheftigkeit. Okay, ich hoffe, hier geht's in die Richtung von töten. Also ich muss die Leute halt töten. Ach ja, yeah, resulting in death. Das ist es. Genau das habe ich gesucht. Also werde ich dann, falls ich es diesmal nicht schaffen sollte, werde ich es dann im nächsten Part machen, weil... oh, es sei denn, ich bekomme jetzt noch genug Punkte, was ich eher weniger glaube. Das ist sehr wichtig, dass ich das früh genug anmache. Damit ich halt die Punkte bekomme. Weil ich habe es halt nicht gefunden. Ich wusste halt nicht, wo es der Tod ist. Gott, es werden viele Leute infiziert. Fast jeder. Ist nice. Aber ja, das mit dem Heilmittel, das geht halt ziemlich schnell. Und da muss man halt auch ziemlich schnell sein. In dem Moment. Ich bin sad. Ich fälle einfach so oft in dem Spiel. Ich bin so traurig. Ich will nicht mehr traurig sein. Ich will glücklich sein. Aber ich kann's nicht. Es geht nicht. Weil jedes Mal Kevin ausgerottet wird. Ich kann's nicht mehr. Ich kann's einfach nicht mehr. Wir gehen jetzt darauf hier. Ich keine Ahnung, wieso das auf Englisch ist, aber ist halt irgendwie so hier. Das ist der Tod, also quasi. Das ist das, worauf wir gehen müssen. Damit Kevin so richtig gefährlich ist. Und jetzt werden auch mehrere Menschen sterben. Was ziemlich gut ist, schätze ich mal. Das klingt immer ziemlich brutal, wenn ich das Spiel spiele. Der eine hat in den Kommentaren geschrieben, das ist kein schönes Spiel. Das ist definitiv kein schönes Spiel, wenn man Menschen ermordet. Aber es ist ein Spiel, was Spaß macht. Sorry. Okay, es sind fast alle Menschen infiziert. Immer mehr Menschen sterben. Jetzt müssen wir aber noch... Ich schalte jetzt an. Und jetzt müssen wir etwas noch finden, was wirklich noch mehr Übertragung steigert. Zum Beispiel, wir könnten... Wir müssen die Ansteckungsgefahr verdammt erhöhen, aber so richtig. Ja, das wird, glaube ich, nichts, weil ich... Oh, wir werden... Ja, wir haben es geschafft, glaube ich. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Ich habe, by the way, ganz kurz um die... Ich kann ja nicht alles zeigen, aber was ich tue. Aber erstmal habe ich das hier erhöht. Also das vollkommen erhöht. Dann habe ich... nein, nicht zurück, obwohl könnte ich sogar tun. Dann habe ich hier alles nach... Nee, erstmal das hier, weil das ist ganz gut, weil das, schwerer zu diagnostisieren, also schwerer zu finden, was das Problem ist an dieser Krankheit. Und, das ist auch sehr wichtig, das muss man aber nur bis hier erhöhen. Das eigentliche Hauptziel ist wirklich das mit den Töten, dass die Leute sterben, weil dadurch bekommt ihr Punkte, wenn die Leute sterben. Und, ja, das ist ziemlich nice. Es ist auch mal wichtig zu gucken hier unten rechts, welche Länder man schon infiziert hat. Hier steht's immer. So, wenn ihr wisst, wo alle Länder sind, habt ihr es natürlich einfacher. Und ja, jetzt werden alle Leute sterben. Und Heilmittel kann nicht mehr fortgesetzt werden. Eine Sache, die ich noch getan habe, um das zu gewinnen. Ich habe das hier erhöht. Ich habe so viele Punkte hier reingesteckt, weil... Eines Heilmittels dauert länger. Forschungsgeschwindigkeit werden gesenkt. Und diese ganzen Sachen, die macht man zum Schluss erst. Wenn ihr seht, okay, es wird knapp mit der Zeit. Ich bekomme aber noch viele Punkte, weil viele Leute sterben. Und ich will nicht, dass die quasi so schnell sind. Und ja... So habe ich es gemacht. Ich werde es mir selber nochmal in der Aufnahme ansehen. Aber das hat Spaß gemacht. Das hat mir sehr gefallen. Es war geil. Es war so geil. Kevin hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen sind sich darüber bewusst, dass die Erde der Menschheitsgeschichte miterleben. Oh ja. Yeah. An alle Kevins da draußen. Ich bedanke mich, dass ihr existiert. Vielen Dank an eurem nice Namen. Es ist episch. Es hat Spaß gemacht. Kevin hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgerottet. Hey, hey, hey. High five, Kevin. Psst. Yeah, wir haben es geschafft. Nice. Das hat Spaß gemacht. 651 Tage. Oh, das war nice, Baby. Und wir haben den Feuchtigkeitsbonus, Jen. Und den solche Typ Parasit werden freigeschaltet. Yay. Wir haben den Feuchtigkeitsbonus. Okay, lass mal nachsehen. Wir haben jetzt quasi die ersten vier geschafft. Und jetzt geht's weiter. Jetzt fehlen uns noch ein paar. Nicht mehr lange. Dann sind wir bei der Affengrippe. Könnten wir sogar jetzt schon anfangen, aber will ich gar nicht. Ich will erstmal alles in der Reihenfolge machen. Aber ich will das Video für das Mal stehen lassen. Vielen Dank fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie badass. Ihr seid und liked dieses Video. Schaut auf Mängel vorbei, mehr Videos, die ich nicht postiert habe. Und abonniere jetzt, um uns zu beschäftigen. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer nur noch 3,
2, 1, Schuss! Meine Leute, meine Leute!